habe Henry lange nicht gesehen. Er ist immer noch der Alte. Stimmt. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl. Auch wenn er für Clementi arbeitet. Ja, wenn doch. Daran darfst du nicht mal denken. Ich komme mir bescheuert vor mit dem Schnauzer. Ach ja? Und was machen wir, wenn wir einen treffen, der uns kennt? So erkennt uns keiner. Das hoffe ich schwer. Wurde auch Zeit. Wo zum Teufel habt ihr gesteckt? Im Konferenzraum wurde was verschüttet. Im Konferenzraum wurde was verschüttet? Okay, gut. Und keine Fragen, was das ist oder wie es dorthin gekommen ist. Wischt es einfach weg. Hier findet gleich ein wichtiges Treffen statt. Und der Boss wird stinksauer, wenn nicht alles blitzblank ist. Ich gebe euch kostenlos einen guten Rat. Wischt alles blitzblank und verpisst euch dann wieder. Na dann. Ja, machen wir schon, ne, Joe? War das ein Ja? Lass mich in Ruhe. Die zwei sind hier, um die Unordnung zu beseitigen. Die Unordnung? Ich mach's wieder gut. Ah, die Unordnung. Na dann kommt mit, ihr zwei. Das ist das süße Mädchen davon fallen. Das wird die romantischste. Einer der Jungs, die vorhin hier waren. Er ist stolpert und hingefallen. Der Arme ist mit dem Kopf aufgeschlagen. Ungefähr 5-6 Mal. Und jetzt ist alles voller Blut. Und bald soll die Konferenz beginnen. Also Jungs, wischt diese Sauerei auf. Und zwar flott. Verfluchte Wichser. Immer mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. Hilft Joe, ein Loch in das Fenster zu schneiden. Ja, hilf mir mal. Scheiße. Verdammt. Der Gelbe. Plus zu Plus. Der Rote zum Minuspol. Oh Mann. Ist das vielleicht eine Fummelei? Perfekt. Okay. Den kniffligsten Teil haben wir schon mal. Ja. Schrubbe den Fleck weg. Streng dich an. Okay, gut. Hier drüben. Wisch das auch weg. Haben sie auch beide sehr schön gemacht. Ah, ihr seid fertig. Dann verschwindet jetzt. Wir haben unser Bestes gegeben. Okay, und jetzt aufs Dach. Ja, das ist wirklich das Mädchen von damals. Aber klappt nicht immer. Wieso? Barkeeper, glaubst du, ich hab mir das... Das ist Clementi. Wir könnten ihn sofort umlegen, wenn wir eine Knarre hätten. Ja klar. Und in 2 Sekunden wären wir tot. Immer mit der Ruhe und halt dich an den Plan. Halt dich an den Plan. Exit. Verdammt. So viel Sport ist nicht mein Ding. Warum haben die hier so viele Scheißstufen? Vito, warte mal. Ich hab was vergessen. Hier. Für dich. Woher denn die auf einmal? Falls was schief läuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. 1911er Colt mit modifizierten Magazin. Hast du das Ding her? 23 Schuss. Kugelhagel ist gar kein Ausdruck. Verlier sie nicht. Davon gibt's nur 2 auf der ganzen Welt. Danke. Schon gut. Los jetzt. Zur Fensterputzerplattform. Ja, gut, dass wir beide haben. Alle Idioten, habt ihr ein Problem? Was gibt's denn da zu klotzen? Macht einen Abgang, sonst komm ich runter und geb euch was aufs Maul. Clementis Männer. Schnell, wir müssen hier weg. Das wird ein ganz grüner. Den musst du dir anschauen. Okay, jetzt müssen wir doch da jetzt durch. Ach du Kacke. Hey, was zum Henker wollt ihr hier? Verzieht euch! Scheiße! Du bist Mausetot! Du bist Mausetot! Hey!
schießt wie meine Schwester. Das Schwein hat mich erwischt. Mist. Hast du Schiss, Arschloch? Mich hat er auch erwischt, Joe. So, wo war denn jetzt da einer? Gib mir Deckung, Vito! Ich hab doch da gesehen, dass da einer ist. Wir gehen um, los! Ja, wie du schießt wie meine Schwester! Sieht. Hast du Schiss, Arschloch? So, das ist ja schon mal der Erste. Vorsicht, da sind vielleicht noch mehr von der Sorte. Das werden wir sehen, Joe. Oh, das ist alles? Da blüht dir was. Hast du das beim Militär gelernt? Was hat denn der hier für eine schöne Waffe gehabt? Eine Thompson gehabt. Na also, hier nehmen wir mal eine Thompson, ne? Das sieht da auch wieder geil aus, wenn man hier so guckt, die Stadt. Boah, sieht das geil aus. Ah ne, die Plattform ist ja da hinten. Gib mir Deckung, Vito! Hast du Schiss, Arschloch? Hey, jetzt bin ich wieder. Mehr kannst du nicht? Los, Vito! Der andere? Hallo? Da drüben. Okay, das hätten wir. Hoffentlich hat uns keiner gehört. Ach was? Solche Gebäude haben schalldichte Fenster. Und wir sind so hoch oben, dass uns von unten keiner sieht. Los, auf die Fensterputzerplattform. Na, dann hat mir doch auf, Joe. Was so aufzurufen. Holt ihr mich hoch? Ich bin mit der Etage noch nicht... Oh, Scheiße. Oh Gott, nicht schießen. Ich tue alles, was ihr wollt. Die Hände auf den Rücken. Wir tun dir nichts. Oh, das ist wie ein Playboy-Heft. Hier ist Klebeband. Fessel ihn. Ach, ich muss immer die Drecksarbeit machen, Joe. Das ist aber nicht so hilfreich. Du hast Glück. Alle anderen hat's erwischt. Okay, rauf mit dir. An die Arbeit. Ach, aber heute ist nicht so schönes Wetter hier in Empire Bay. Hey, wie viel Draht hast du? Genug. Und wie viel ist genug? Reicht er bis zum Dach? Nein, ein oder zwei Etagen hoch. Mehr brauchst du nicht. Na, das ist ja wieder ganz schlau. Was ist? Du hast einen Schatten. Was, wenn uns die Explosion auch erwischt? Wird sie nicht. Wir kriegen kaum was davon mit. Das will ich hoffen. Wenn es uns hier runterhaut, liegen wir als Matsch auf der Straße. Okay, das ist das richtige Stockwerk. Nutze den Wischer. Vito, schnapp dir den Wischer und fang an, die Fenster zu putzen, damit wir nicht auffallen. Ich verbinde die Drähte. Okay. La la la, o sole mio. Na, was gibt's da so Schönes zu gucken? Okay, geschafft. Jetzt fahr uns ein Stockwerk hoch. Mach dein Testament, Clementi. Ah, das geht ja wie geschmiert. Na also. Diese Arschlöcher merken... Scheiße! Was zum Teufel war das? Keine Ahnung.
Das Ding ist zu früh hochgegangen. Gemütlich zusehen, ja? Ja, ist ja gut. Sehen wir mal nach. Scheiße, wieso höre ich dir überhaupt noch zu? Manchmal benimmst du dich echt wie hirnamputiert. Verdammt! Scheiße! Was war das? Ich hätte fast auf meine neuen Schuhe gepisst. Was für eine Sauerei. War das ein Erdbeben? Was zum Teufel? Oh, Scheiße! Der Wichser lebt! Ihr Arschlöcher! Scheiße, Clementi, darf ich entkommen? Wenn ich entkommen, Joe. Ja, die haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! So, der lebt noch. Oh, haben wir uns einfach mal so entledigt, ne? Dann geht schon. Nein! Ich hab nichts getan! Los, zeig dich! Gib mir weg! Achtung! Gib mir den Glas hin! Ich hab dir den Kerl gekämpft! Komm raus aus deinem Rattenloch! Oh, Vorsicht! Das ist erstklassig wieder gut! Lass dir was einfallen! Beeil dich! Du bist Mausen! Also, sollte aber nicht trinken, Joe! Weiter so, Vito! Hier die Thompson zieht ein bisschen mehr. Wir bringen die anderen für Vito. Ich übernehme die rechte Seite. Okay. Genau, Joe. Schmeiß ihn einfach raus. Was zur Hölle, du Arsch. Da sind wir uns wieder. Oh, wie schön, dass du denkst, dass Mann, du kommt. Schießt ja beschissen. Früher oder später kriege ich Molotow! Hier lang, Vito. Da kommst du nicht durch. Ach, Scheiße. Die Sprinkleranlage ist angegangen. Echt? Ich dachte, es regnet. Klugscheißer. Ich kann vor lauter Wasser nichts mehr sehen. Oh, Scheiße. Da kommen noch mehr. Kommt schon, ihr Arschlöcher. Ich warte auf euch. 3, 2... Hey, was ist denn hier los? Schwer ablegen. Gegen dich haben wir nichts. Bring nächstes Mal eine größere Bombe mit. Ey, verdammte Scheiße. Woher sollte ich wissen, dass Clementi in dem Moment zum Pissen geht? Wäre die Bombe früher hochgegangen, hätte sie ihn erwischt. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Ach, und diese wunderschöne, ruhige Musik. Hol dir das Arsch auf dich! Du bist mausetot! Das ist alles? Dann blüht dir was! Von oben. Pass auf! Da oben! Mehr kannst du nicht? Oh, der hängt da. Gib mir weg von ihm. Ich möchte dich zum Feind haben. Das ist alles? Dann blüht dir was. Du bist mausetot! Schrotwind aufheben. Oh nein! Scheiße, sie haben ihn erschossen! Er ist tot, Vito! Joe, du kannst nichts mehr für ihn tun. Schnappen wir uns Clementi. Fahr los! Das Arschloch leg ich auf. Meint das war's. Irrtum, ihr Wichser. Gib mir Deckung, wie... Sitzer. Wenn du dich kennst, holst du auf jeden Fall Clementi.
nicht dem anderen Kerl. Was denn sonst? Bleib du an Clement? Ich hab selber Augen im Kopf. Der nächste ist Clement. Nicht schlecht, was? So schießt sie genau. So ist richtig. So. Und auf die Tube, Vito. Ich versuch's ja. Komm, Joe.